Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer hier. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute meine Einnahmen im März. Nicht meine Einnahmen, sondern von 20S Business. Und wir schauen einfach mal, was hat er denn im März einfach verdient? Wir haben schon lange keine Einnahmevideos mehr angeschaut. Und so wie es aussieht, hat er 8 YouTube-Videos gemacht, 160 Designs und T100 voll gemacht und ja, keine Ahnung, Amazon E-Book-Einnahmen. Ich bin echt mal gespannt. Wir starten einfach mal, oder? Heute zeige ich euch meine Einnahmen vom März. Ich kann es schon mal sagen, der März lief relativ gut. Es gab bei Spreadshirt eine Verbesserung und vor allem bei MBA hat sich was getan. Kurz vorweg möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wie viel ich diesen Monat jetzt gespendet habe. Wir sind diesen Monat, beziehungsweise seit der letzten Spende, circa 50 Leute mehr geworden. Deswegen werde ich 5 Euro spenden und ja, hier seht ihr das Ganze und dann geht es auch weiter mit dem Video. Und ja, schaut. Wofür hat er jetzt 5 Euro gespendet? Ist ja jetzt nicht so viel. Für YouTube-Abonnenten oder was? Das hätte er doch mal kurz erklären sollen. Schauen wir erstmal auf meine Ziele für den Monat. Dort habe ich mir die Ziele gesetzt, dass ich 8 Videos mache. Insgesamt. Ach, das waren seine Ziele. Ah, aha, ich habe es gar nicht. Also, seine Ziele waren. Hat er die Ziele erreicht? 1600 Designs bei Spreadshirt online habe und ich wurde ja auf T100 hochgestuft. Deswegen wollte ich dort alle Slots füllen. Und bei KDP wollte ich insgesamt 400 Designs oben haben. Die letzten 2 hier, die kann ich jetzt hier nochmal abhaken, weil die 400 Designs bei KDP habe ich geschafft, wie ihr jetzt hier seht. Und auch die 1600 Designs bei Spreadshirt habe ich ebenfalls geschafft. Ja, also ich werde jetzt immer hier kurz die Ziele für den Monat besprechen, was ich geschafft habe, was nicht. Und auch schon die Ziele für den nächsten Monat mir aufstellen. Und dazu kommen wir jetzt. Ja, und im April sieht es so aus, dass ich wieder 8 Videos machen möchte, also 2-mal die Woche und 2000 Designs insgesamt bei Spreadshirt. Also nicht, dass ich jetzt in dem Monat 2000 mache, sondern dass ich jetzt... So habe ich das zuerst verstanden, also 400, ne? Oder? 1600 hat er, glaube ich, gehabt, sein Ziel für März. Wobei, hat er das alles erreicht oder hat er mehr erreicht? Das wissen wir jetzt nicht, ne? 400 in diesem Monat mache dann und dann insgesamt auf 2000 komme. Wie ihr daran auch schon sehen könnt, bin ich jetzt ein bisschen von den 20 Designs pro Tag weg, weil ich mir da auch viel Gedanken drüber gemacht habe, ob das Sinn macht, auf Masse zu gehen oder lieber mehr Research zu machen. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ein Zwischending zu machen. Und ja, dazu kann ich aber auch nochmal mehr in einem extra Video sagen. Dann möchte ich noch bei MBA jeden Tag mindestens ein Design austauschen. Also ich habe bei vielen anderen jetzt gehört, dass wenn man jeden Tag etwas in seinem Account macht, dass MBA das quasi registriert und dann auch die Produkte besser listet. Deswegen möchte ich da immer aktiv bleiben. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr glaubt. Das ist doch mal ein geiler Tipp, oder? Vielleicht jeden Tag ein bisschen aktiv sein und dann vielleicht einfach mal auch die Beschreibung zu verbessern von alten Sachen, die nicht laufen. Also du hast alte Designs, die nicht laufen und du sagst einfach, hey komm, ich nehme da einfach einen neuen Titel, neue Fotos rein oder so, vielleicht laufen die dann doch auch irgendwann mal. Sehr interessant. Glauben, weil es wirklich dahinter steckt, aber ich war, nachdem ich die 100 hochgeladen hatte, ziemlich inaktiv. Also ich habe immer nur noch geguckt, ob ich was verkauft habe. Und letzte Woche dann habe ich halt immer wieder was ausgetauscht und dann hat sich halt auch direkt was verkauft. Deswegen glaube ich da jetzt auch dran. Ja, und mein letztes Ziel für den April ist noch bei KDP 400 Designs hochladen. Also was ich jetzt bei KDP aktuell oben habe, die 400 Designs, möchte ich sozusagen nochmal verdoppeln dann. Und ja, dann kommen wir jetzt aber auch zu meinem Einnahmen. So, wie ihr jetzt hier sehen könnt, haben wir im März bei Spreadshirt 24,90 Euro eingenommen mit 8 Verkäufen. Also hier nur eine leichte Steigerung. Okay, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Ich dachte, er hat echt viele Einnahmen. Also... Das ist ja so, morgen stehe ich auf mit Affiliate-Marketing und dann gucke ich nur eins meiner Programme und dann gucke ich einfach, was ich von 12 Uhr bis dann halt morgens 6 Uhr, halb 7 verdient habe. Das ist ja mehr, wie der im Monat macht. Das ist teilweise das Mehrfache. Morgens, wenn ich aufstehe. Okay. Steigerung. Allerdings habe ich auch in diesem Monat nur 200 Designs hochgeladen. Das liegt daran, dass ich einfach mein Studium wieder angefangen habe und ich... Jetzt aber ganz ehrlich... 24,90 Euro. Wenn ich morgens aufstehe um 7 Uhr, 6.30 Uhr, ich habe keinen Wecker, manchmal stehe ich auch vor 6 Uhr auf oder so. Und ich habe nur 24 Euro verdient von 0 Uhr bis zum Aufstehen, dann
Ja, dann ist der Tag schon gelaufen, dann ist das echt schlecht für mich pro Tag, morgens. Ja, also wenn es ganz gut läuft, habe ich auch mindestens dreistellig verdient, 100 Euro, 200 Euro. Es ist so, dass bei den Affiliate-Einnahmen oft dann um 1 Uhr Abo-Zahlungen reinkommen. Das heißt, alles, was ich vielleicht Klicktipp-Abos, vielleicht auch ein Lounge, den ich gemacht habe, Ratenzahlungen. Es ist dann auch manchmal, dass ich dann halt auch einen Tausender morgens habe beim Aufstehen, weil ich dann ein Jahr zuvor einen Lounge mitgemacht habe mit jährlicher Zahlung. Und dann stehe ich auch auf, habe einen Tausender oder so. Deshalb ist es echt, ich bin jetzt echt ein bisschen geschockt. Das ist. Ja, bei 1600 Designs, alter Schwede. Erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen musste. Und ja, diesen Monat werde ich dann auf jeden Fall wieder mehr Designs hochladen. Hatte ich ja eben auch schon in den Zielen gesagt. Ja, insgesamt haben wir dann jetzt hier bei Spreadshirt schon 17 Verkäufe und 52,30 € eingenommen. So, dann kommen wir hier nochmal zu der Übersicht bei Spreadshirt. Ja, hier könnt ihr nochmal sehen, 10 Verkäufe, das liegt daran, dass ich jetzt hier am ersten schon 2 Verkäufe hatte. Ja, also das könnt ihr euch einfach mal wegdenken jetzt. Also in der ersten Woche war auf jeden Fall gar. Okay, Monat fängt auf jeden Fall gut an am 1. Aber davor hat er echt wenig Verkäufe gehabt. Das häuft sich. Ob er jetzt dann bessere Verkäufe hat oder so, weil dann am Anfang des Monats hatte der überhaupt keine Verkäufe und dann irgendwie so 11., 17., 19., 20. oder so. Ja, sehr interessant. Gar nichts los, keine Ahnung, woran das lag, aber auf jeden Fall wird es dann jetzt hier schon immer Ach regelmäßiger. so, ich glaube, dass das Thema T-Shirt-Business und so weiter dort externe Traffic-Quellen. Ja, ich habe ja ein paar gute Facebook-Gruppen, Seiten und so. Ich glaube, das ist da genau das Richtige. Ja, schauen wir weiter. Jetzt mit Verkäufen und ja, ich hoffe, es geht einfach so weiter. Können ja hier nochmal auf die 3 Monate-Sicht gehen. Sieht man auch ganz gut, dass ich jetzt auf jeden Fall hier schon mal in jeder Woche auf jeden Fall Sales hatte. Geht jetzt hier ein bisschen runter gerade, aber diese Woche, die läuft ja jetzt hier noch und insgesamt bin ich da auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Gehen wir hier nochmal auf die monatliche Ansicht. Sehen wir jetzt hier 8, 6 und jetzt hier auch schon. Ganz sehr zufrieden damit. Also, wenn du damit zufrieden bist, wie kannst du damit zufrieden sein? Das ist eine Mindset-Sache. Also, erstmal das Ziel, jeden Tag einen Verkauf zu haben, ist das Mindeste. Und dann zu sagen, ey, ich mache das jetzt einen Monat, 2 Monate und versuche jeden Tag einen Verkauf zu haben. Und dann irgendwann mal jeden Tag 5 Verkäufe, 10 Verkäufe oder so. Aber damit sehr zufrieden. Ja, ist eine Mindset-Sache, ne? Eine Herangehensweise. Das ist ja auch eine Motivation. Ich meine, das muss ja auch ein bisschen was drin hängen bleiben und so, damit man motiviert ist, neue Designs zu machen und die auch besser zu machen und so. Und nicht irgendwie Scheiße hochzuladen, irgendwelche Zitronen hochzuladen auf T-Shirts oder sowas. Ah. Also wenn jeden Monat die Sales steigen, den Vormonat überragen, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ja, dann kommen wir auch schon zu MBA. Dort lief die letzte Woche richtig gut. Vielleicht habt ihr es auch schon bei Instagram gesehen. Da habe ich das ja schon geteilt. Wenn nicht, könnt ihr dort auch gerne vorbeigucken. Link ist in der Beschreibung. Und ja, wir haben hier 5 Verkäufe gemacht. Davon waren 4 allein in der letzten Woche. Also ich denke mal, die ganzen 100. Also, die Definition von richtig gut sind 7,39 €. Richtig gut? Du hast ein richtig gutes Business, so dass du dir Rolex leisten kannst und so. Das ist so geil. Ah, ja. Schade, dass die nicht leuchtet. Ich habe heute Morgen im Sonnenschein, habe ich geguckt, ganze Wand voll mit Lichtern. Mit den künstlichen Licht, das ist leider. Aber die Definition von richtig gut sind 7,39 €. Okay, halten wir nur mal fest. Designs, die ich hier hochgeladen habe, brauchen einfach ein bisschen, um zu ranken. Deswegen hoffe ich auch, dass die nächsten Wochen dann so weitergehen. Und ja, 100 Designs, ist ja klar, T100. Ja, dann gucken wir uns hier das Ganze auch nochmal bei MBA direkt an. Wie ihr hier sehen könnt, bei US habe ich bisher noch keine Sales. Ich habe da jetzt, glaube ich, auch nur 5 Designs hochgeladen. Ja, auf dem deutschen Markt seht ihr jetzt hier, habe ich auch heute schon wieder ein Sale gehabt, aber der zählt natürlich jetzt nicht mal in den März mit rein. Ja, hier könnt ihr sehen, ich habe jetzt 7 Sales. Das liegt einfach daran, dass ich 2 private Verkäufe noch hatte an Familie. Deswegen habe ich die jetzt nicht mit reingerechnet. Ja, und wir. Aber der hat nur 7 Euro, der macht nur 1 Euro pro Verkauf. Das ist echt billig, ne? 1,75 € oder was? Nein.
Und der verkauft die echt billig, die Sachen. Würden die Leute das nicht auch kaufen, wenn es ein Euro oder zwei Euro teurer ist und du hast ein bisschen mehr Marge dran? Ah, ich weiß nicht. Wie ihr sehen könnt, die drei Sales, also organisch ohne die Familienkäufe, drei Sales kamen am Sonntag, alle auf einen Schlag. Da war ich natürlich sehr happy. Das konnte ich auch erst gar nicht glauben, als ich hier in den MBA-Account reingeguckt habe. Ja, können wir uns hier das Ganze nochmal angucken. Hier natürlich die 26 Verkäufe, das war natürlich, wo ich mich rausgekauft habe. Und ein organischer Verkauf. Hier im Februar dann auch ein organischer Verkauf, aber der wurde... Was hat er gemacht? Rausverkauft? Hat er die alle selbst gekauft oder was? Hä? Wieder gecancelt, deswegen dort eigentlich null Verkäufe und ja, hier den März mit 7 Verkäufen und April jetzt auch schon ein. Also insgesamt... Ich habe das noch nicht verstanden. Return? Nimmt Amazon die Sachen zurück? Ich dachte, das sind Anfertigungen, gibt es keine Return. Dort haben wir dann schon 35 Verkäufe mit 11,07 € und eine Retour. Wenn ihr wollt, kann ich auch demnächst nochmal ein Video dazu machen, wie ich meine Preise setze. Weil wie ihr seht, hier 1,75 € habe ich für das Shirt bekommen. Also ich setze jetzt keine Designs hier rein für 13,90 € oder 13,30 €, weil ich einfach denke, dass das gar keinen Sinn macht. Weil auf dem deutschen Markt ein hoher Preis natürlich auch für Qualität spricht. Und ja, wie man ja auch sieht, verkaufen sich die Shirts auch für höhere Preise. Ja, ich habe auf jeden Fall bei MBA zwei ganz gute Nischen entdeckt. Und ich habe auch ein bisschen am Listing rumprobiert, was dort... Naja, würde mich jetzt echt mal den Preis interessieren, den er dann nimmt, ne? Also, ja. So, ich glaube, da war jetzt ein kleiner Fehler drin. Wir machen einfach weiter. Hallo? Hallo? Funktioniert. Und was eher nicht funktioniert. Und da kann ich euch auch empfehlen, guckt euch auch einfach mal die Listings von den anderen Leuten an, die schon mehrere Sales haben und ganz oben auf der ersten Seite stehen. Da lernt man auf jeden Fall viel, auch wenn jetzt jeder da natürlich eine andere Herangehensweise hat. Aber allgemein kann man da schon sehen, worauf man vielleicht achten sollte und ja, wie man sein eigenes Listing schreiben sollte. Drei meiner Designs sind jetzt auch auf der ersten Seite ganz oben und das auch in keiner kleinen Nische. Und da hoffe ich mir natürlich auch jetzt in den kommenden Tagen. Glückwunsch, drei Designs ganz oben, wenn das Keyword echt oft gesucht wird. Ja, komisch, dass er so wenig Verkäufe hat, aber ja, irgendwo ist da noch ein Haken, auf jeden Fall. Das sind echt wenig Verkäufe. Viele Sales. Gleichzeitig Einnahmen im März, nur T-Shirt-Business. Er wollte ja auch YouTube-Videos hochladen. Damit verdient er noch kein Geld, oder was? Hat er denn da Affiliate-Links zu seinem T-Shirt hier drunter? Achso, er hat erst 800 Abonnenten. Ja, okay. Aber er hat hier auch keine Affiliate-Links zu seinen Designs oder so. Ne? Instagram hat er. Klickt nicht auf den Link. Ja, voll geiles Marketing, sag ich da mal. Ach, okay. Wenn ich jetzt jeden Monat 10 Verkäufe hier auf MBA habe, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Dann müsste ich ungefähr September, Oktober dann ins T500 kommen. Ist ein bisschen später, als ich eigentlich geplant hatte. Aber vielleicht verkaufst du ja ein Shirt hier auch noch so gut, dass es viel, viel schneller geht alles. Das weiß man ja mal nie. Und ja, KDP leider wieder gar nichts eingenommen, kein Verkauf. Aber das sind auch alles hier meine ersten Designs. Also ich lade dort halt alle T-Shirt-Designs hoch. Und das sind halt noch meine Anfangsdesigns, die ich irgendwann im Januar, Dezember gemacht habe, wo ich halt auch noch nicht so viel Research gemacht habe und so weiter. Also ich denke mal, wenn ich da dann die besseren Designs schon hochlade aus Februar, März jetzt, dann werde ich da, denke ich, auch Ergebnisse sehen. Ja, und insgesamt kommen wir dann auf 32,29 €. Ich werde jetzt nicht zu nahe treten oder so, aber boah, das ist echt erbärmlich. Nach 3 Monaten oder was? Im 4. Monat oder so. Das ist echt wenig. Der hat das Marketing noch nicht verstanden. Der hat das Marketing noch nicht verstanden, dass er, wenn er dann eine geile Nische hat, zum Beispiel ein Angel-T-Shirt oder so, dass er dieses T-Shirt dann noch extern bewirbt oder so, zum Beispiel in einer Angel-Facebook-Gruppe oder sonstige Sachen. Der hat das einfach nicht kapiert.
Muss ich noch sagen, bei Spreadshirt habe ich grob zusammengerechnet, also die ziehen da ja immer noch ein bisschen was ab. Also ich habe da versucht, den Nettopreis auszurechnen. Ja, Verkäufe insgesamt 13, mehr als eine Verdopplung, finde ich auf jeden Fall richtig gut. So, hier können wir dann nochmal sehen, Verkäufe und Einnahmen. Auf jeden Fall eine gute Entwicklung, finde ich. Und hier auch nochmal Einnahmen gegenüber Ausgaben. Also das ist jetzt nicht hier monatliche Ausgaben oder sowas, sondern insgesamt, kann ich euch auch nochmal zeigen, das hatte ich in dem ersten Einnahmenvideo auch erzählt. 360 Euro hatte ich dafür Wechsels, das Lifetime-Abo gekauft und MBA habe ich mich rausgekauft, da auch nochmal 160 Euro und insgesamt sind das dann 519,60 Euro. Ja, das ist halt dieser Block hier und die Einnahmen sind die Gesamteinnahmen. Ah, er hat sich raufgekauft, damit er mehr Designs hochladen kann. Hat die selbst bestellt, die T-Shirts. Das war das. Jetzt haben wir das verstanden. Boah, okay, kauft einfach mal ein paar T-Shirts. Ah, okay. Kann man machen. 61,44 Euro bisher. Ja, das war es auch eigentlich mit den Einnahmen zum März. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch noch interessieren würde, was ihr gerne sehen wollt hier auf dem. Ja, wenn das die einzelnen Einnahmen sind, ja, war mal ein interessantes Video zu sehen, wie ein Anfänger das macht nach 4 Monaten oder so. Aber da fehlt einfach noch ein bisschen Marketingerfahrung, glaube ich, um dann externen Traffic drauf zu bekommen. Ja, wir wissen jetzt nicht genau, was für Designs er hat oder so, sonst hätte ich auch ein paar Traffic-Tipps gegeben. Mein Name ist Michael Kurz, ich bin Rucksackunternehmer, ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich, check die auch ab, ich bin raus, ciao.